Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Gitta vom Hottus Andersgarten. Und wie ihr seht, bin ich diesmal nicht im Garten, denn es hat längere Zeit geregnet und alles ist nass. Und deswegen habe ich einfach jetzt mal die Zeit, einen Spaziergang zu machen. Und ich bin unterwegs in Wald und Flur und gucke mal, was ich so Schönes entdecken kann, was ich mit euch teilen kann, und würde mich freuen, wenn ihr mich auf dem Spaziergang begleitet. Ja, und dann schauen wir mal, was die Natur jetzt am letzten Oktober noch zu bieten hat. Die letzten Blüten im Herbst, die teilen sich noch die Insekten. Ganz friedlich. Schafgarbe und eine kleine Schwebfliege. Und ein Feld. Ja, und hier hat sich das Wasser den Weg gesucht. Vorbei an Kamille und Sternmiere. Sind jetzt hier die Fahrspuren halt gewässert. Ja, sinnvoller wäre es halt, wenn die Feuchtigkeit auf dem Acker bleiben könnte. Aber das funktioniert halt nicht, weil er nicht bewachsen ist und weil das einfach oberflächlich dann abläuft. Deswegen ist es im Garten immer sehr wichtig, dass man halt auch über Winter Pflanzen auf den Beeten hat oder wenigstens eine dicke Mulchschicht. Das hilft dem Regenwasser, dem Niederschlag, langsam in die Erde sickern zu können und dort auch zu verbleiben und nicht oberflächlich dann einfach wegzulaufen. Ich habe hier einen Baum mit Baumperlen gefunden. Ja, und hier an der Stelle habe ich mir eine abgepflückt. Hier daneben ist auch noch eine sehr schöne. Und hier gibt es auch eine schöne kleine Wiese, wo noch ganz viel Schafgarbe blüht. Hier an den Schlehen sind keine Früchte dran, aber Hagebutten gibt es. Also die Früchte der Rose. Ja, die Farbe kommt hier sicher nicht rüber. Das ist so ein Nougatbraun, dieser Pilz. Und der hier drüben war auch. Das scheinen andere zu sein als hier oben die. Und ich glaube, das ist die Schmetterlingstramete, aber ich weiß es nicht genau.
Auf jeden Fall beeindruckt mich das hier sehr. Ja, und das nennt sich Totholz. Einfach wunderschön. Und dieser ganze Ast ist mit diesem Pilz besiedelt. Ja, mit Pilzen kenne ich mich leider überhaupt nicht aus und ich habe einen riesen Respekt davor. Aber umso mehr freue ich mich halt trotzdem, wenn ich welche entdecken kann. Und hier habe ich schöne Moospolster. Das sieht jetzt jedenfalls nicht sehr gesund aus. Was auch immer das ist, ob das ein Krebs ist, ein Pilz ist, ich weiß es nicht. Aber spannend. Spannend anzuschauen. Ist das nicht wunderschön hier? Ich bin am liebsten sowieso in den Wäldern und nicht auf den Wegen. Da kommt, glaubt, der Spieltrieb der kleinen Gitter durch. Und er darf sich hier auch mal entfalten. Ach, was die Pilze für schöne Farben haben. Hinter mir knackt. Ich glaube, ich sollte mal wieder zurück auf den Weg. So, ihr Lieben, jetzt will ich euch mal erzählen. Eigentlich bin ich heute losgegangen, um etwas für meine Gesundheit zu tun, um schnellen Schrittes ein paar Kilo abzunehmen oder ein paar Gramm. Aber ich glaube, selbst das ist mir nicht gelungen, weil ich einfach viel zu langsam laufe, weil ich viel zu viel entdecke, meine Augen hauptsächlich am Boden entlang suchen und nicht, ja, gucken, dass sie da viele Kilometer schaffen. Und ja, musste ich wieder mal feststellen. Ich kann mal ein bisschen Persönliches noch von mir preisgeben. Also, ich gehöre eher zu den kleinen, dicken, alten Frauen und habe halt noch eine Problematik, die in meiner Kindheit begründet ist. Ich bin süßsüchtig. Das heißt, ich brauche Zucker. Und alles, was süß schmeckt, lädt natürlich dazu ein. Und das ist meiner Gesundheit gar nicht bekommen. Und ich hatte jetzt in der letzten Zeit sehr große Probleme mit meinem Magen. Zusätzlich noch Heliobacter pylori, ja, bis hin zu vielen Schmerzen und dazu, dass ich halt meinen Alltag nicht mehr bewältigen konnte. Ja, und da wollte ich halt jetzt endlich mal die Kurve kriegen und
mich mehr auf meine Gesundheit konzentrieren mit einer Ernährungsumstellung und mit mehr Bewegung. Ja, den Weg habe ich gerade erst begonnen sozusagen. Also ich bin jetzt einen Monat lang dabei. Beginnen musste ich mit vielen Antibiotikas. Und ja, ich komme jetzt gerade mal so wieder zurück auf ein normales Level, weil ich habe mich dann doch schon fast vergiftet gefühlt. Also ganz schwach und antriebslos. Und tue jetzt in Eigeninitiative halt versuchen, ja, für mein Lebensalter noch ein bisschen Lebensqualität zu erreichen. Und ja, das war zum Beispiel jetzt der Grund, warum ich heute raus bin. Ich konnte halt nicht viel im Garten machen, weil es noch so nass ist. Und deswegen habe ich das genutzt. Ja. Ach, wie gesagt, viel Sport ist dabei nicht rumgekommen, aber ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich glaube, ja, Waldbaden soll ja auch gesund sein. Und ich erfreue mich an dieser Luft. Also wenn ihr den Duft hier atmen könntet, von dem nassen Waldboden, von dem Laub, von den Pilzen, auch wenn wahrscheinlich die wenigsten davon essbar sind. Aber das gibt ein, ja, ein einzigartiges Aroma in der Nase. Ja. Und dafür hat sich der Weg gelohnt. Ich gucke jetzt noch mal, ob ich hier hinten rumkomme, um dann wieder auf dieser Wiese zu landen mit den vielen, mit der vielen Schafgarbe. Und ja, dann werde ich wieder nach Hause gehen. Wunderschön. Also ich weiß nicht, ob die Farbe hier auf dem Video rüberkommt, aber die sind so richtig schön gelb-goldbraun. Das Gelb sieht man hier nicht so. Wow. Seht euch die Stiele an. Da bin ich mal gespannt, ob ich das rausbekommen kann, was das für ein Pilz ist. Und hier hat sich schon jemand auf den Weg gemacht zu den Pilzen. Die scheinen zu schmecken. Ich glaube, ich muss mir viel öfter mal die Freiheit nehmen, raus in die Natur zu gehen. Es gibt noch so viele Wege, die ich nicht kenne. Und es ist einfach hier eine wunderschöne Natur. Wenn auch nicht mehr heile. Aber wo ist sie das schon noch? Aber es fühlt sich so schön an. Ich schenke euch noch mal einen Rundumblick von unserer schönen Gegend, in der wir leben. Es ist hier das Randgebiet von Thüringen in Richtung Hessen. Was für ein riesengroßer Pilz. Hier mal meine Hand dagegen.
So etwas ist übrigens auch ein ganz wertvolles Kleinbiotop. Das hat einen besonderen Namen, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Vielleicht finde ich das noch raus. Und da sammelt sich ganz viel Mulm drin und auch oft stehendes Wasser. Und da entwickeln sich ganz viele und auch seltene Tiere darin. Und das macht es aus, dass das halt ein Biotop ist und auch wohl unter Schutz steht. So, und plötzlich gibt es keinen Weg mehr. Der führt in die falsche Richtung. Und in die Richtung müsste ich gehen, um auf einen Weg zu kommen. Und dann hier runter ins Tal. So, ich gehe gerade hier quer über die Wiesen, um in Richtung Heimat zu kommen. Schaut euch mal diese tollen Tiere an. So, jetzt haben sie mich bemerkt. Die Neugierde ist auch auf ihrer Seite. Mal sehen, ob sie noch ein bisschen rankommen. So, ihr Lieben, näher komme ich euch nicht. Allgemeines Staunen. Kommt so selten jemand hier vorbei? Oder staunt ihr, weil es nicht euer Chef ist? Tja, auf jeden Fall geht es denen hier gut. Das sind so Rinder, Kühe, die im Herbst und Winter auch draußen gehalten werden dürfen, und das ist von einem Bauern aus dem Dorf, und der hat mehrere solche Wiesen und ja, Felder, und hat dann im Winter hat er solche Unterstände und holt es auch teilweise in den Stall rein. Ja, also denen geht's gut, ich glaube, das sieht man auch. So. Und ich werde mich jetzt ja hier irgendwo runter machen, in dieses Tal rein, damit ich noch vor Dunkelheit nach Hause komme. Na, jetzt guckt eine. Eine ist neugierig, aber nur ein Stückchen näher gekommen. Nun gut. Ja, da komm mal her. Komm ruhig mal her. Tja. Ich
Ich weiß nicht, ob die noch ihre Kälbchen bewachen, also die zwei, die da im Hintergrund stehen. Das ist ein Bullenkälbchen und weiß nicht, ob das andere ein Weibchen ist. Ja, da müssen sie natürlich drauf aufpassen, dass hier keiner auf ihr Gebiet geht. Also, tschüss ihr fünf. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Immer weiter. Jetzt werde ich verfolgt. Jetzt, wo ich gehe, merken sie, ja, doch keine Gefahr. Guck mal hinterher. Alles gut? Alles gut. Und hier unten steht noch eins. Das könnte... ist das der Bulle? Ich glaube nicht, dass sie den mit da drauf haben auf dem selben Stück. Doch. Das ist der Herr im Hause. Jo, ich lasse euch in Ruhe, keine Sorge. Hier ist die Wasserversorgung. Oh, ich hoffe, dass das nicht gar so schlimm wackelt alles. Nicht, dass ihr noch Kopfschmerzen bekommt, wenn ihr hier zuguckt. Nun, das ist heute mal ein anderes Andersgarten-Video, als ihr es kennt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Es war nicht langweilig. Also für mich jedenfalls nicht. Und ich denke mal, dass das nächste Mal auch wieder der Garten mit im Bild ist. So, nochmal ein Blick in unsere Wälder. Wir haben hier Buchenmischwald. Und ich möchte mich von euch verabschieden. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Es würde mich freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lasst, ob sowas außerhalb des Gartens öfter mal mit dabei sein darf. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Herbstzeit. Mit lieben Grüßen, eure Gitta, diesmal nicht aus dem Hortus Andersgarten.